Wer bist du? Das. Mach das nie wieder, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Die gehört mir. Hier liege ich, das ist mein Platz. Das ist mein Nest. Das ist mein Feuer. Alles gehört mir. Was bist du? Was suchst du hier? Du singst so schön. Gefällt's dir auch? Ach, hier bin ich. Tag und Nacht. Unruhe macht mich krank und müde. Alles, was ich will, ist schlafen. Hier liegen und schlafen. Tag und Nacht. Und wenn du zufällig nicht schlafen kannst. Nichts? Warum? Interessant. Schau mir Wurzeln an. Das muss ja spannend sein. Ja, sehr. Manchmal, wenn ich an den Bach gehe, nehme ich ein paar mit nach Hause. Ich lege sie aufs Nest und warte, bis sie herauskommen und sich bewegen. Wie meinst du das? Davon weißt du nichts. Du hast keine Ahnung, was da alles drin ist. Wenn ich still bin und schon fast wieder einschlafe, kommen sie heraus, erzählen Geschichten, sind lustig
Oder tanzen wie die Verrückten. Da läuft ja einiges. Es braucht natürlich viel Zeit und Geduld. Da, schau mal. Der da drin verwandelt sich in alles Mögliche. Du würdest staunen. Er ist immer fröhlich. Vor dem da musst du aufpassen. Er ist wild, bösartig und gemein. Er beschützt mich. Er ist sehr gefährlich. Sehr beeindruckend. Schlau eingerichtet. Ich bin wirklich überrascht. Ich selbst komme aus einer großen, dicken Wurzel. Du wahrscheinlich auch? Niemand weiß, woher ich komme. Komm, ich war schon dort. Ich zeig dir, wie man in eine Wurzel hinein kann. Dort wachsen die großen Tiere. Es ist nicht weit. Komm mit. Hier habe ich früher einmal versucht, alles aus der Luft in den Boden zu leiten. Alles umzudrehen. Na, gefällt es dir? Du gehst sehr weit, sehr weit. Wo das hinführt, du bist mutig. Man darf halt nicht ängstlich sein, nichts unversucht lassen und zufrieden bleiben dabei. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Also, dass die nicht runterfallen. Die sind gut angemacht. Die hast aber nicht du da hinausgetan. Doch, doch. Es ist lange her. Früher war ich viel hier, um mit ihnen so zusammenzusitzen. Man muss außerordentlich ruhig bleiben. Nicht schwatzen, warten. Dann wird man wie sie. Spürst du etwas? Nein. Siehst du? Ziellos. Die ganze Zeit. Wie es dir gerade gefällt. Suchst du etwas? Nein, nichts. Herrliche Gegend. Tagelang umherstreunen, ohne Ziel. Das wäre mir entschieden zu blöd. Wir sind gleich da. Donnern kann ich und blitzen. Soll ich mal? Tu dir keinen Zwang an. Geh mal auf die Knie. Ich werde dir zeigen, wie das geht. Nein, wie denn? Hallo. Zieh den Kopf ein. Gut. Streng dich an. Ja. Sammle deine Kräfte, bis es blitzt. Ja. Es geht nicht. Nicht so schnell aufgeben. Mehr Druck geben und warten. Ja. Warten können muss man lernen. So schnell geht das nicht. Glaubst du jetzt, dass ich donnern kann? Halt mal den Ast da. Oh, sind wir hier in der Wurzel? Nicht so laut. Vorsicht. Die schlafen. Das wollte ich dir zeigen. Hier wachsen alle Tiere ganz langsam. Wenn sie fertig sind, verlassen sie die Wurzel. So wie sie jetzt sind, kommen sie nur nachts heraus. So etwas Unangenehmes
Habe ich noch nie gesehen. Dafür riecht es gut. Es ist verboten, hier reinzukommen. Viele hat man schon gefangen gehalten. Nachts schreien sie manchmal. Bist du wahnsinnig? Das wird ein Igel. Das sieht man. Sehr unappetitlich. Darf man es anfassen? Nein, tu das nicht. Man weiß nicht, was passiert, wenn die aufwachen. Etwas entdeckt. Komm! Wo bist du? Komm, wir gehen zurück. Hast du Angst? Nein, sicher nicht. Wir sollten hinaus. Kannst du schwimmen? Da darf man nicht hinein. Ich schon. Du spinnst. Ich fürchte mich nicht. Ich auch nicht. Sommertag. Ich kletterte auf einen Baum, legte mich auf einen Ast und schaute in die Ferne. Ich betrachtete Vögel und Käfer und träumte vor mich hin. Dabei muss ich eingeschlafen sein. Ich stürzte hinunter und konnte nicht mehr gehen. Es war schon Nacht, als mich meine Mutter fand. Sie war sehr böse und hat mich nach Hause getragen. Dann hat sie mir süße Beeren und Nüsse ans Bett gebracht. Ich bin auch einmal weggelaufen von zu Hause. Aber dann habe ich den Heimweg nicht mehr gefunden. Oh, das war sicher schrecklich für dich. Das Wasser wird kälter. Spürst du das? Ja. Man will uns nicht. Man schiebt uns. Kannst du das nicht bremsen? Ich will nicht. Mir wird schwindelig. Hast du Angst? Nein, sicher nicht. Und du? Nein. Wir hätten nicht hier rein sollen. Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Ich muss sofort weg von hier. Ich will nicht sterben. Dieser Spinner, wegen dir hänge ich jetzt da im Wasser. Ich will nach Hause.
Was hast du mich da reingezogen, wenn ich mir vorstelle, was ich alles machen könnte in der Zwischenzeit? Diese unfreiwillige Verantwortung. Ich habe keine Zeit mehr für mich selbst. Wenn ich nur hart genug wäre, dich hier liegen zu lassen. Irgendwann werde ich es tun. Ich bin halt viel zu lieb. Wie brav er da liegt. Weißt du, im Grunde bin ich ein lieber Kerl. Ich habe ein großes, weiches Herz. Siehst du? Spürst du überhaupt, was ich alles für dich tue? Ja. Du bist in guten Händen. Aber du musst liegen bleiben. Kuckuck. Solange du dich nicht rührst, ist alles gut. Na, ist er nicht schön? Oh, der arme Kerl. Sieht gar nicht gut aus. Hört nichts. Spürt nichts. Sure.
Du hast es schön. Rumliegen, träumen. Jemand, der für dich sorgt. Was wir brauchen für dich ist viel, viel Zeit. Du solltest dich sehen, wie lustig du aussiehst. Wir beide haben Ruhe nötig. Wenn es so bleibt, wie es ist, wird alles gut. Dafür werde ich sorgen. Ich mach dir nichts. Schau mal, mit wem ich Freundschaft geschlossen habe. Das Arme war ganz allein. Weißt du, was das ist? Die heißen Säuli. Ein kleiner Taugenichts. Dir wird es sicher gefallen bei uns. Was machst du da? Ich glaube, ich habe etwas herausgefunden. Du solltest mehr liegen. Du weißt, ich sehe es nicht gerne, wenn du dich so überforderst. Ich habe Hunger. Dann hast du nichts zum Essen mitgebracht. Oder muss ich mir selbst was holen? Nein, nein. Rühr dich nicht. Du bist noch zu schwach. Ich hol dir etwas. Dafür musst du aber liegen bleiben. Mir entgeht halt nichts. So, du Säuli. Ja, keine falschen Tricks. Ich bin so müde. Oh, alles tut weh. Glaubst du, das geht einmal vorbei? Ach ja, vielleicht. Weißt du, du bist viel kränker, als du denkst. Was hast du? Nichts. Oh, ich bin so froh. Du hast sicher etwas Gutes mitgebracht. Ich bin sicher eine schwere Last für dich. Ja. Nein, nein, die muss zuerst ins Feuer. Doch, das wird dir gut tun. Manchmal muss man Dinge schlucken, die einem schwerfallen. Sachen tun, die man nicht versteht. Er ist sicher sehr einsam. Das kommt von tief innen. Das bedeutet, dass er allein ist. Könntest du das auch? Ich habe da etwas hergestellt.
Weißt du, was das ist? Da kann man Sachen reintun. Ich schenke es dir. Das kannst du morgen mitnehmen, wenn du Futter holst. Ich glaube, dem Säuli gefällt es auch bei uns. Ruft der Wolf in die kalte Nacht hinaus und kriegt keine Antwort. Er singt ein traurig Klagelied, hat niemand, der ihn hört, hat niemand, der ihn stört. So muss er wieder weiterziehen, kann niemals ruhen und gar nichts tun. Klagt der Wolf aus seinem Herz heraus. Glaubst du, dass das Glück mit der Herstellung und Verteilung von Ware erreicht werden kann? Wir müssen zusammenhalten. Ich habe nur noch dich. Ich bin so froh, dass wir wieder ein Plätzchen gefunden haben, wo man sich wohlfühlt, wo die Zeit ganz langsam vorbeigeht. Verstehst du mich? Mach einmal so, wenn du mich verstehst. Nein, zweimal heißt nein, einmal heißt ja. Gut, du verstehst mich. Du bist ziemlich schlau. Siehst du, es ist nicht so schwierig. Was machst du jetzt? Das geht dich nichts an. Ich kann mit dir machen, was ich will. Reiß die Blume ab. Siehst du, du bist mir völlig ausgeliefert. Du wirst mir nur Angst machen. Du bist ein Schwätzer. Du wirst mich schlecht machen. Ich habe schon lange aufgehört, auf dich zu hören. Ah, ja, ja. Sehr zu deinem Nachteil. Siehst du? So sehe ich aus. Sieh mich genau an. Ich wusste, dass du so düster bist. Darum versteckst du dich die ganze Zeit. Du magst mich nicht. Vielleicht bin ich böse und gemein. Du musst nur rufen, wenn du mich brauchst. Ach was, ich bin selber anders. Heller, besser. Bart, ich bin es. Kennst du mich nicht mehr? Keine Angst. Bleib. Ich bin es. Was? Was machst du denn hier? Baden, gefällst du dir? Und dann habe ich mich entschlossen, hier zu bleiben.
eigenartig, dein Modell. Wie meinst du das? Ach, das Säuli. Du hast mir sehr gefehlt. Bist aber groß geworden. Es kann auch ein bisschen sprechen. Gell, Säuli? Tatsächlich. Komm, ich zeig dir meinen Unterschlupf. Ein interessanter Ort. Weißt du noch, wie wir Angst hatten, als es uns aus der Wurzelhöhle nachspülte? Weißt du noch, als ich donnerte? Und du hast sicher wieder viel erlebt. Das ist zu viel. Ja, ja. Auf die Dauer kann es auch ermüdend sein. Das glaube ich. Mach's dir bequem, ich gehe noch schnell weg. Gute Nacht. So, es ist gleich soweit. Sieht gut aus. Ich habe Hunger. Wie das Licht. Jetzt wird gefressen. Größer als alle Bäume. Ja, wir können alles. Wir dürfen alles. Wir bestimmen hier. Wir sagen hier die Ordnung. Wir sind die höchsten Wesen. Wir sind die Herrscher. Widerstand ist zwecklos. Wir haben alle Angst vor uns. Dieses Gefühl, glaube ich, wird verrückt. Wir sind die Allerstärksten. Wir sorgen für Ruhe. Ich könnte alles zusammenschlagen. Yeah.
Nee, jetzt geht es wieder etwas besser. Das waren die Pilze. Warum kann ich nicht so richtig fröhlich sein? Der treibt mich noch in den Wahnsinn. Könntest du mir bitte Auskunft geben, warum du seit Tagen diesen gottverdammten Stein mit dir herumträgst und keinen Ton von dir gibst? Bist du wohl was Besonderes, verstopfter Lump? Ich warne dich. Das tust du nie mehr. Ich schicke dich. Säulimörder! Du hast mehr gegessen als ich. Stimmt überhaupt nicht. Doch! Jetzt wirst du gefressen, du Sack! Genug bist du ja. Das werden wir noch sehen, wer wen frisst. Und überhaupt, du. Das war mein Säuli, Marotzer. Es ist entsetzlich, dieses Gefühl. Ich kenne es von früher. Aber diesmal war es stärker. Ich musste es einfach tun. Ich war so hilflos und ausgeliefert. Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe dich sehr gut. Ich bin auch ziemlich schlecht. Du wusstest ja sicher, dass es mir wehtut. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wie wohl es tut, wenn man so gut verstanden wird. Es könnte ja jederzeit wieder passieren. Woher das wohl kommt? Vielleicht sollte man sich etwas Zeit nehmen, etwas weniger umherreisen. Es geschieht einfach zu viel. Nie passiert nichts. Noch gar nie hatte ich wirklich Ruhe. So wie du früher. Erinnerst du dich an den Steinhaufen, in dem ich wohnte? Den habe ich selbst gebaut. Dort war ich sehr zufrieden. Nichts hat mich gestört. Ja, es war sehr gemütlich, dein Häuschen. Ich habe oft daran gedacht, so etwas sollte man haben. Aber nicht so klein. Es müsste größer sein. Steine hätte es genug. In dieser Ecke werde ich dann mein Nest hinlegen. Morgen müssen wir wieder Steine holen. Viel, viel mehr. Hab's ja gesagt. Das letzte Mal habe ich das Loch zum Reinkriechen vergessen. So etwas Großes habe ich noch nie gesehen. Das ist erstaunlich, was man alles machen kann, wenn man will. Siehst du den Mond? Ach. Schau ihn dir genau an. Ich brauche mehr Steine. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich habe ihn beobachtet. Er ist wie ich. Er kommt und geht, ist immer unterwegs. Schaut sich alles an. Er macht, was er will. Ja. Du willst also gehen. Was soll ich machen? Bleibst du hier? Jetzt braucht es nur noch ein Dach. Gut, ich begleite dich. Die Steine lasse ich hier. Aber den Traum nehme ich mit ins Ungewisse.
Der ist auf den Rücken gefallen. Sieht böse aus. Entsetzlich. So ausgeliefert. Sollen wir dich drehen? Da kann ich sprechen. Wie gut du bist. Das hätte ich auch gemacht. Kleiner Aufwand, große Wirkung. Wiederschauen, Kamerad. Schau, wie er Freude hat. Er kann es kaum glauben. Gut, dass es uns gibt. Machen wir wieder einmal. Tut gut, wenn man gebraucht wird. Hier kommen wir zu spät. Meine Schwester konnte Steine fressen. Bist du müde? Überhaupt nicht. Gib Ruhe. Ich bin am Überlegen. Hey, wir sind nicht allein. Da kommt etwas Lebendiges. Was die hier wohl suchen? Die haben Angst. Hier gibt's doch nichts zu essen. Sie wissen sicher nicht, wo sie hingehören. Ihr habt euch jämmerlich verirrt. Sie wollen, dass wir ihnen helfen. Hey! Rennt nicht davon. Bleibt hier. Komm, wir schauen, wo sie hingehen. Was sie machen. Siehst du sie noch? Weißt du, wohin sie sind? Ja, dort oben. Stehen die beiden Spinner. Seltsames Material. So kalt. Komm, wir wollen keine Zeit verlieren. Wo habt ihr euch versteckt? Ihr bleichen Teufel. Hoffentlich kriegen die keine kalten Pfötchen. Seid doch nicht so dumm. Ihr werdet verhungern. Es gibt keinen Ausweg. An eurer Stelle wären wir froh, wenn uns jemand helfen würde. So leichtsinnig. Denen können wir nicht mehr helfen. Die sind verloren. Ich höre sie. Wenn wir euch finden, bringen wir euch um. Zum letzten Mal. Macht, was ihr wollt. Hier geht es nicht mehr weiter. Wir kehren um. Müsst ihr selber wissen, was ihr wollt. Vielleicht sind sie schon tot. Thank you.
Ist das tief? Na, das ist tief. Das geht noch tiefer. Nein, das gilt nicht. Das klingt gut. Natürlich, tönt gut. Meinst du, man hört uns? Wir müssen noch lauter werden.